Egal. Vielleicht Spielberg? Und dann ja, sage ich mal, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2020. Schon lange nicht mehr gehabt. Mit mir dabei sind Valvo, Joker und der Jake. Hallo. Ja, Valvo ist auch mit dabei, auch er hat F1. Er fährt das erste Rennen, deswegen die Frage, wo stellen wir die KI-Stufe hin? Jake im Rennen. Wo stellen wir sie hin? Irgendwas, was, ich weiß nicht, Valvo, was hättest denn du gern? Lass mal Valvo entscheiden. Ich hab keine Ahnung. Machen wir mal was Leichtes vielleicht, um reinzukommen. Weil Valvo hat noch keine Ahnung, wie F1, wie das sein wird. Der Host wurde geändert. Mr. Jamaika-Mann hier. Oh yeah. Valvo, bist du verwandt mit Usain Bolt? Mambo number 5. So, ich hoffe, die Sim-Hub-Einblendungen funktionieren. Das wäre ja lustig. Valvo, Reifenaufteilung, hä? Valvo neu dabei. Nimm mal hier was Ausgewogenes. Okay, ich gehe mal mit dem Beißler mit. Und jetzt kommt gleich wieder. Da wäre ich ganz vorsichtig. Naja, was denkst du denn, Jockel? Er hatte mir das Spiel gekauft. Ach so! Red Bull fahren wir hier. Haas, fahr ich. Ich wollte gerade sagen, Jake im Renault und Joker habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, Williams, oder? Yo. Er tut sich die Gurke an. Ja, ist zum letzten Mal im Spiel wahrscheinlich, dass der Name auftaucht. Williams, ab 2021 wird er wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Wer weiß, wie es dann heißt. Da heißt es dann Anlage F1-Team. Deutsche Bank F1. SEK F1. Zugriff F1. So, na, mal gucken, ob... Da bin ich mal gespannt. Außer, dass der Halo-Bügel noch zu weit oben hängt, funktioniert die Anzeige so halbwegs, aber es hängt zu weit oben. Der ist auch sich schaltet. Ja, aber Jörg, das macht man doch. Ich wollte auch mit Y, ne? Der Halo-Bügel hängt so weit oben, dass ich... Ach du Scheiße. ...da bei überhaupt nichts sehe. Nach hinten gucken. Aber alle anderen Einblendungen funktionieren wenigstens, außer der Timing Tower, der funktioniert auch noch nicht. Also der Halo-Bügel, warum hängt denn der so weit oben? Was ist denn das hier? Ich sehe überhaupt nichts. Das muss ich aber gleich nochmal ändern, das geht ja mal gar nicht. Ich sehe ja nur die Hälfte der Strecke. Also liebe Zuschauer, so ist es natürlich nicht gedacht gewesen. Muss der Michi wieder aufstehen? Ansonsten funktionieren die Sim-Hub-Einblendungen. Tatsächlich, aber nur der Bügel ist zu weit nach oben gerutscht. Ist bei euch eigentlich auch so, dass sich das Spiel so, also dass ihr euch so runterregelt, sobald ihr das Spiel startet? Ah ja, das war doch eine Windows-Einstellung, glaube ich. Das hatte ich doch am Anfang auch gehabt und Kenny hat mir doch eine Einstellung gezeigt gehabt. Okay. Das hatte ich am Anfang auch. Das kann man verhindern. Ja, ich hatte euch am Anfang ja auch nicht gehört. Oh, Platz 20, was für eine weißt Überraschung. Weißt du noch, welche Einstellung bei Esler? Nee, glaube ich, weiß da nicht mehr. Das müsste man erst wieder suchen. Okay. Ja, die Scheiße hatte ich auch gehabt. Ja, irgendwie mit Skype. Aber ich kann dir echt nicht mehr sagen. Oh, Fehler aufgetreten? Was für ein Fehler ist aufgetreten? Hat die Session fallen lassen. Das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Du warst hinter mir, Weißler. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und deswegen machen wir schnell schwarzes Bildschirm, weil ich muss noch meinen Hallo-Bügel einstellen. Hallo. Der war so scheiße. Der muss hier weiter in die Mitte. Aber warum ich die Session aus der Session rausgeflogen bin, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Was ist gelb für den Reifen? Medium? Medium. Ja. Schön, dass das daneben steht. Kann ich da irgendwo reinjoinen?
Also steht, also wenn du jetzt das Reifenpensum anguckst, da hast du auf jeden Fall, das S ist weiche Reifen, steht da weiche Reifen hoch hinter und bei M müsste dann auch das Medium stehen. Echt? Okay. Kann man da irgendwo reinjoinen, wenigstens zum Zuschauen? Hm. Kannst Glaub du mir über die Bildschirmübertragung vielleicht winnen? Das könnte ich machen, habe ich ja bei Automobilista auch gemacht, die Bildschirmübertragung aufgezeichnet. Das könnte mir machen. Machen wir doch. Sehen die Zuschauer wieder von jemand anders das? Aber da wieder vorbei. Schuscht, ey. Gucken wir uns doch mal hier vom Valvo an. Ich hoffe, beim nächsten Mal klappt's. Aber der Beißler fährt hier noch. Also irgendwie werde ich hier von der KI gesteuert. Und er fährt ja noch auf der 16. Valvos erstes. Alter. Alter. Wer war das? Erst ein Alpha Tauri und dann noch irgendeine Sackratte. Also, ich glaube, das war ein Red Bull und es sah so aus wie ein 97er Red Bull. Wahrscheinlich war das meine KI, die den Valvo. Ja, super, also, die KI benimmt sich an. Die KI benimmt sich wieder bei. Die Wand gedrückt da. Naja, da ist schon die richtige KI, ne? Also, passt schon. Interessant, dass ich da jetzt gefahren werde. Ich frage mich überhaupt, warum ich da rausgeschmissen worden bin. Das ist mir unerklärlich. Im Kack-Halo-Bügel. Das glaube ich nicht, den habe ich jetzt gerade runtergestellt. Die Zuschauer sehen jetzt wieder mal das Bild aus der Konfi. Hatte mir ein Automobilist da nämlich auch schon gemacht, als ich aus der Session geflogen bin wegen dem Disconnect. Da haben wir am Joker das Rennen gezeigt, damit nicht nur ein schwarzes Bild gezeigt wird. Ich hoffe, das ist... Stroll. Ja. So voll. Lenstroll. Und sieht mal alle meine Tabs wieder, die ich offen habe. Sehr schön. Ja, wie die ganzen Pornosachen. Oh ja. Wenn sie in alle Löcher gedrückt werde. Die Tabs? Nee, das andere. Verstehe ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Was ist das mit dem Überholen, Beißler? Das ist ein, der ERS-Modus, so ein Boost-Knopf, ja. Aber da kannst du, glaube ich, auch eine ERS-Hilfe einstellen. Oder du hast sie, glaube ich, eh drin. Der macht ja automatisch ERS. Du kannst es aber einschalten und ausschalten, diesen Boost. Aber das kann ich ja permanent... Achso, das verbraucht sich. Das verbraucht sich und dann musst du es wieder aufladen. Oder es lädt sich halt wieder auf. Okay. Ist aber nicht verfügbar gerade. Aha. Ja, es kann, ja, Formel 1 kaputt. DAS ist aktiviert. Und Valvo ist hinter Lando Norris. Komm, Valvo, Lando Norris, den musst du doch kriegen, oder? Ich glaube an dich, dass du Lando Norris jetzt überholst. Das ist aber lieb. Alter, 18 Runden. 25% ich jetzt erst. Na toll, sehen die Zuschauer 25% Rennen aus der Sicht von Valvo und nicht auf Valvos Kanal. Naja, ich mach das. Kannst du mir das Video schicken? Aber ich habe ja auch Joker ein Rennen in Automobilista gezeigt, weil ich aus der Session gefallen bin. Ja, ich warte noch auf den Content. Wieso? Den lade ich doch bei mir hoch. Nö, du hast die aufgenommen. Also, gib's mir, los! Gib's mir! Der Joker, der macht doch nichts mehr, hat er gesagt. Also, sorg ich dafür, dass die Leute noch in Erinnerung bleiben. Ich frag mich aber trotzdem, warum ich aus der Session gefallen bin. Das verstehe ich nämlich auch nicht so richtig. Der Schwächste fliegt am eingestellt. der Qualifying hinten ist. Weil ohne Vorwarnung kam plötzlich Fehlermeldung und sonst was. Nein, wir können noch mal neu starten, an mir soll es nicht liegen. Na, jetzt fahr du erstmal. Ja, so. Keine Probleme damit. Ich kann ja noch eins dranhängen an die Folge, so ist es auch nicht. So ist ja nicht. Ja, aber beim Valvo hier, das könnte man jetzt auch als Commentary aus Valvos Sicht sehr gut verwenden. Oder ich könnte jetzt hier den Renningenieur spielen. Valvo, Valvo, push now, push hard now. Ich habe ja schon das Wetterbericht.
Das kannst nur du machen, das geht bei mir nicht. Naja, du bist der Renningenieur, oder? Du musst da nicht einen Scheiße labern. Weiter Bericht. Weil wo das Bordell ist zu. Fahrer vor mir. Vor dir ist Lando Norris, er hat 2 Sekunden Vorsprung. Fahrer hinter mir. Hinter dir ist George Russell, er hat 1,5 Sekunden Rückstand. Lieblingsgericht vom Renningenieur. Kann ich dir leider nicht sagen. Weißt du, was du selber gern isst? Was kann man noch so sagen? Hier stand Valvo, können wir sagen, zum Beispiel. In jeder Runde. Bis dir die Ohren bluten. Aber er ist ja schon dran an Lando Norris. Ja, den muss hier ich jetzt. Stand ja im Jahre 2000. Jeff, halt's Maul. Kriegst du ihn jetzt überholt, ne? Und jetzt. Bundeschef. Und jetzt ist er dran an Lando Norris. Was macht er denn Lando Norris mit ihm? I'm driving the fucking car, you fucking Jeff. Also halt your fucking Maul. Oh, I ship the shovel in your ass. And the Giovanazzi in the Wand. Nein, nicht den Giovanazzi. Er kann zwar nichts, aber er ist mir trotzdem sympathisch. Er ist sympathischer am Joker als jeder andere Fahrer zum größten Teil im Fahrerfeld. Ich dachte, du bist so Lenz Stroll-Fan, habe ich gedacht. Genau. Oder Kiat, der ist doch super. Renningenieur, ist die Bombe an Lenz Stroll angekommen? Nein, das Paket verzögert sich noch wegen der Corona-Krise. Ist der blaue Panzer unterwegs zum Ersten? Aua! Ach, der Jack schon wieder mit den gelben Schlüppern unterwegs. Jetzt. Und Renningenieur, wie mache ich's? Bin ich gut? Lob mich. Very good, Valvo, very good. Ja, wenn ich gut bin, gib mir eine Zigarette. Ich brauche was zum Rauchen. You must überhole Daniel Ricciardo. Very schnell. Ich kann ja mal derzeit das SimHub-Tutorial machen vom Joker. You must copy the file in the Ordner hier. And then must clicking edit the Einblendung. Packst diese Buttons. Sind not on the Lenkrad. Sind all defekt. All defekt on the Lenkrad. Ja, du hast ein Team, wo was eh kaum Knöpfe so on the Lenkrad hat. The buttons sind all defekt. All aus Paper. And Kaugummi. Na, guck an, wer vor mir fährt. So Michael Beißler KI. Raus. Hier unten hinten rum, ey. Und wird in Runde 8 gleich überrundet. Ja, Chef, hier habe ich gestanden. Ja, ich hätte es besser gemacht, wenn ich hätte fahren können. Da wäre er richtig schön gestanden. Aber der hat ja schon dafür, der hat den Valvo schon mal ein bisschen an die Wand gedrängt. Ja, miese Wichser. Also das klingt immer, als würde jemand anrufen. Wo? Das Auto. In der Kurve immer. Hallo? Ja, was erwartest du von den Formel 1 Autos? Die haben keine besseren Geräusche. Ganz besonders vom Haas. Ja, was ist jetzt schlechter, Haas oder Williams? Williams. Haas, wir brauchen Haas. Wahrscheinlich, wenn es schlecht läuft, heißt Haas ja im nächsten Jahr möglicherweise bald Mazepin F1. Nee, Crap F1. Kannst du dir aber auch mit dem Headset, kannst du diese Befehle auch sagen. Statusreport! Es funktioniert aber leider nicht immer. Kein Status. Ja, das funktioniert. Wie ich das doch mal in irgendeinem F1-Teil da, glaube ich, mal reingeschrien habe. Irgendwie als Maul, irgend sowas. Und dann ist mir der Nomin reingefahren oder irgendjemand. Weiß gar nicht mehr. In irgendeinem F1 war das doch mal, wo dann der Chef als Maul ist mir da reingefahren.
Oh, scheiße! Das konnte ich nicht verstehen. Kannst auch ficken sagen, vielleicht passiert ja was. Bitte rede etwas deutlicher mit mir. Ficken. Ficken. Ficken, ficken, ficken. Also, warte mal, ficken. Kannst du das wiederholen? Esla sagt ficken. Kannst du das wiederholen? 25% Rennwahl, du musst noch einen Boxenstopp dann machen. Ein Pitstopp. Wo sehe ich denn die Reifenabnutzung? Mit B. der B-Taste. Kannst du dich durchschalten? Kannst du durchschalten. Musst du mehrmals. Kommt noch einer. Da hast du die Reifenstatusanzeige. Okay. Vorne schon ziemlich demoliert. 55%. Aber für Danny, für Dani Rick heißt es noch. Für Dani Rick. Oder in Pornokreisen nennen sie auch gern Dani Fick. Hinter ihm der TÜV, ja, der kommt nicht aus dem Arsch. Das ist kein Wunder, dass kein Wunder, dass Alpha Tauri den rauskriegt. Wie schnell der fährt hier, es geht ja auch keine Kuhhaut. Ja, jetzt hat er alle. Doch hier die KI. Jetzt hat er Kimi überholt und Vettel. Aber die Reifen sind eigentlich noch okay, oder? Ja, geht eigentlich noch. Ja, ich glaube 40% wird es dann schon interessant. Gerade die Weichen. Naja, die roten, glaube ich, das sind die Soft. Ah, meinst du, sollte ich reinkommen? Muss ich da irgendwas drücken? Nee, ich glaube, das ist eingestellt, was du dann für Reifen kriegst. Also, dass man nicht das Auto repariert? Ich glaube, da das. Hier, wahrscheinlich. Ich glaube, das. Schaden reparieren, rausnehmen. Kannst du Auto, ja oder nein, eben auswählen. Okay. Dabei hat er gleich einmal das Kiesbett besucht. Das ist aber auch immer so frimmelig, wie bei Race und allen anderen Spielen, Project Cars oder so, wenn man das dann da noch einstellen muss. Mhm. Da braucht man eigentlich eine Gerade dafür. Reifen kriegst du ja hier. Was kriegst du da drauf? Die harten? Oh, jetzt brettert er voll rein mit 100. Nur die harten kommen dort. Da ist die Haasbox. Pitstop Window is open. Gesponsert bei AWS. Hallo Jungs. Ja, ja. Geil. Du warst früher die Geräusche. Die Geräusche, wenn sie dann der Box. Ach, der Michi schon wieder hier. Der schnelle. Schnelle Gerdi. Fahrer vor mir. Blue Flag. Ach ja, gibt's ja nicht. Entschuldigung. Hallo, Fahrer vor mir. Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag. Oh, mein Ingenieur schläft mal wieder. Hallo, Fahrer vor mir. Du musst es erst draufdrücken und dann kannst du das reinsprechen. Du, Mann. Ach, ich? Ricciardo, 2,1 Sekunden. Und hinter dir ist Giovinazzi mit 3,9. Und irgendwo ist der Beißler noch auf der Strecke. Wetterbericht. Es sieht sehr trocken aus. Ich glaube nicht mehr, dass es regnet. Teamkollege ist an der Box. Soll ich dir auch noch mitteilen? Was gibt's zum Essen? Da bleibe ich aber draußen. Zu essen gibt's gerade nicht. Der Koch vergnügt sich gerade. Der hat in der Küche da so zwei junge Praktikantinnen und ich weiß nicht, was er da macht. Also, was macht er denn da mit dem Kochlöffelchen? Oh. Koch, 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 Kochlöffel. Oh. Er tunkt in die Fischsuppe. Danny Rick. Er tunkt seine Eier in die Fischsuppe. Oh, Rassel! Das ist ungünstig. Das ist verdammt ungünstig. Georgie Boy. Dein Teamkollege, der will den Joker schlagen. Der weiß genau, der Joker, der halt sagt, der bringt's nicht mehr. Ich muss ihn schlagen. Der Danny Rick, der bringt's auch nicht hin. Der ist weit hinter der Danny Rick. Oh, Gottes Willen. Scheiße.
komm ich nicht mehr so weit raus. Da, volles Haus. Das ist unrealistisch. Eigentlich müssten hier Werbebanner draufkleben. Und keine Zuschauer sein. Welche Figuren, die der Vettel gesponsert hat. Die Pappdinger. Die Pappdinger aus Monza. Vettel in allen Posen. In allen Posen von 2020. nur traurige Smileys. Und jetzt rein. Jawohl. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Ja. Aber als er seinen Gehaltscheck im Monat gekriegt hat. Oh, jetzt zieht es. Da ist Teamkollege von mir. Der Chef, darf ich den rausficken? Grosjean. Bundeschef. Es ist Romain Grosjean. Crash ihn raus. Okay. Du bist musst ihn schlagen. Er fährt nur mit einer Hand. Der ist ganz schön düster hier. Ja, nur an einer Stelle. Was macht er denn mit der anderen Hand? Die ist in Gips. Den Arsch abwischen. Ach, Strollen, ne? Wieder ein Riesenrennen hier. Jetzt in der fourth fastest lap. In der fourth last lap. Die fourth last lap. Und? Wiederhol das bitte. Das ist die fourth fast lap. Das macht der Bottas hier auf der 12. Der blickt ja auch wieder. Ja, Bottas, sehr super. Oh! Jetzt kann ich kommen. Du Bottas. Der Roma. Der Witz, wie ist der Roma? Der will sich nicht vom Valvorik schlagen lassen. Und der Sainz auch nicht, der Carlos. Da fällt mir nur ein. Sie! Sie! Hola Wattmann, Sie! Hola Sainz, Mann. Nein, du fasst mich an den Puller, Mann. So wie der Jogi Löw in die Hosen krapsche, in die Eier krapsche und dann nochmal dran rieche. Ach, lege. Und das noch schön öffentlich. Ob der Yogi es da auch noch bringt. Aber ich glaube, er bringt es nicht mit der Yogi. Ob es der Yogi noch bringt? Da geht's der. Ob der Yogi auch noch singt? La, 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 la. So, das ist eins. Jetzt gehörst du der Katz. No, no, si, si. Oh, sorry, can you see? So, da ist der Pierre Gasly. Das war die Ratte, die mich vorher abgeschossen hat. Nee, das war bestimmt der Kwiat. Weil nur der Kwiat ist der Torpedo. Und wo ist der Beißler hier? Den möchte ich auch noch rausschießen. Ja, der krebst irgendwo am Ende rum. Der blickt so mal wieder nicht. Ich weiß gar nicht, warum der im Red Bull sitzt. Keine Ahnung, was. Ich glaube, da war der Helmut Marko wieder betrunken, als er den verpflichtet hat. Keine Ahnung, warum da der da. Auge verloren. Warum der Beißler da in dem Auge. Gute belgische Pralinen. Das wird sein, ja. Wahrscheinlich deswegen. Die kann man so gut ins Red Bull dunkeln. Der ist zwar scheiße wie ab und schlecht, der ist zu blöd zum Fahren, aber den nehmen wir trotzdem. Falls wir für Max. Bringt die Sponsoren. Nee, wir brauchen jemand, der für Max teamdienlich Leute wegschießt. Na, Bottas, als Fritz hier auf der 14. Der Bottas. Den haben sie realistisch getroffen, ne? Na, in die Fresse. Der hängt das Bild von dem Rennen dann übers Bett auf. Bestimmt hängt da von dem Rennesbild auch noch auf. Hier, ich war 14, da schau mal, schönes Bild. Was macht der Kalle da? Den brauche ich jetzt gar nicht. Der überrundet schon wieder im Renault. Der hat den Danny Rick ja ordentlich verwiesen. Ey. Der Gasly. da steht der Gasly irgendwo in. Oh ah. Gott, Valvo! Oh. Oh Grosjean, ey, du Flippe! Bei Joker, so hart ab. Bei Jake müssen wir uns das aber auch nochmal untersuchen bei der Rennleitung. Da gibt es nochmal Under Investigation wegen Valvo rausdrängen.
Das müssen wir nochmal untersuchen, glaube ich. Ja, gleich disqualifizieren hier. Vorne ist Perez und Vettel. Komm mal, also Vettel muss noch kriegen. Okay, dazwischen muss auch noch Sergio Perez überholen, aber Vettel, den wirst du noch kriegen. Ich überhole nur den Vettel. Du rammst den weg und dann geht der Perez vorbei. Und der Grosjean gleich mit dir. Oh, scheiße. Ja, der wegen Perez hat ja, wegen Vettel hat der Perez ja der Sitz verloren bei dem Team. Aber der sitzt ja, Clown da. Aber der sitzt ja vielleicht jetzt in einem besseren Team, der Perez. Also, Clown hinter mir. Hallo, Achtung, Clown hinter mir. Den Befehl kenne ich nicht, Clown hinter mir. Den gibt es nicht bei Codemasters, Clown hinter mir. Lachgas ausfahren. Nee, ich möchte dich nicht mehr überrunden. Welchen Platz ist denn eigentlich der Joker? Fünf? Tintenfisch. Ah, zwei. Schieß ihn raus, Valvo. Dann hast du einen Gegner weniger. Der Kader Kalmund hat gewonnen. Der Kader Kalmund hat gewonnen. Wahnsinn! Hallo Lieder. Nee. Valvo ist auf die 8 gekommen. Gar nicht mal so schlecht fürs erste Rennen. Du hast das mit dem Beißer abgeschossen. Ah, ja, guck mal, ja. Ist mein erstes Mal. Ja, Sieg. Und der Joker klatscht da so müde. Ja, toll, ja, danke. Zweiter schon wieder, so eine Scheiße. Ja, dann dreht er sich weg und ist 3 Sekunden hinter mir und trotzdem. Ne. Du siehst so normal aus, Joker. Was ist da los? Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen? Der Renault-Mann da hinten. Der Renault-Typi, der sieht ja aus, der sieht ja aus wie J.R. Ewing, der Renault-Typi. So aus wie J.R. Ewing. Ewing. Schwierigkeitsgrad ist gerade recht für mich, glaube ich. Ich weiß nicht mal, was es für einer war. Ich glaube 50 oder so. Oder 100. 40, ich weiß es nicht, muss ich mal nachschauen. Auf was fahrt ihr mal? 80. 100. Also mein Team fahre ich auf 102, glaube ich. Und wie schlägst du dich da? Wieso frage ich? Ja, ich habe mal gewonnen. Ich war zwischen 70 und 80, hatte ich Glück damals auf mein Ziel gestellt.